Hallo und herzlich willkommen zurück bei Animalica. Ja, ihr seht richtig, ich bin hier bei Green Hill. Falls ich mich jetzt nicht täusche, aber nein, es ist Green Hill. Wir nehmen erstmal wieder die Pilze mit. Hier sehe ich schon wieder Kräuter und ich muss alles mitnehmen. Solange die Tasche noch leer ist. So, was ich jetzt hauptsächlich hier eigentlich machen möchte, ist zum einen Holz sammeln. Ich würde nämlich jetzt gerne mal bisschen Möbel bauen. Wir haben so eine schöne Sägewerk und können da so schöne Sachen herstellen und ich habe da noch nie was hergestellt. Und das geht nicht. Und während wir hier rumrennen, suche ich ganz viel von dem Kraut, weil jetzt habe ich zwar genug grünes Kraut, nicht grünes, gelbes Kraut, so. Dieses Snackweed habe ich jetzt genug, aber jetzt fehlt mir das Knappweed ganz, ganz viel. Kann ich das essen, ohne dass ich sterbe? Traubenvergiftung oder so? Ich weiß nicht. Ich traue dem ganzen Zeug hier nicht mehr. So, gut. Da ist auf jeden Fall wieder ein Bäumchen. Ich weiß nicht, alles mitnehmen. Hauptsächlich brauche ich das eine. Und es ist so schmal, länglich und grün. Deswegen, ich glaube, das ist gar nicht so einfach. Wenn ich einfach nur überall vorbeirenne, das, mal gucken, ob wir das voll bekommen wieder. Und, warum bin ich jetzt nach Green Hill? Eigentlich, weil ich mir halt auch dachte, hier gab es doch auch irgendwo eine Farm, oder? Weil in Ember, da haben wir ja jetzt, die Kräuterfarm und die Sonnenblumenfarm. Ich sag einfach Sonnenblumenfarm dazu. Gefunden und ausgeräubert ein paar Mal. Und jetzt ist halt meine Überlegung, ist vielleicht auf der Farm hier dieses Snackweed, was ich brauche. Das wäre schon schön. Aber gut, ich weiß es nicht. So, und wenn wir jetzt hier so am Rand entlang gehen, werde ich bestimmt nichts finden, außer vielleicht kaputte Bäume. Ah, da ist auch noch ein kaputter Baum, ist auch gut. Rusty Sword nehmen wir auch mit für unsere Teleportationsfeuer und Seil mitnehmen. Alles liegt hier auf dem Boden. Muss es einfach nur einpacken und mitnehmen. So, Sticks nehmen wir mit. Ja, alles mitnehmen. Noch sind die Taschen voll. Danach wird dann weggeschmissen. Oh, was liegt denn da? Ach. Ach, eine Truhe. Ja, die habe ich noch gar nicht geöffnet. Sind die vielleicht auch so random, so ein bisschen? Ich weiß nicht, ich bin doch schon öfter hier vorbeigewatschelt, oder? Ich kann euch das gar nicht sagen, aber ich könnte mir jetzt so vorstellen, dass die halt auch so komplett zufällig manchmal auf einer Karte rumliegen. So, wo gehen wir denn hin? In welche Richtung? Steine bräuchte ich eigentlich auch, aber ich will jetzt hauptsächlich eigentlich nur Holz sammeln. Damit wir mal in der Sägewerk so ein bisschen was herstellen können. Und halt dieses Knappweed, falls ich sehe, aber es gibt so viel Blümchen und Grün. Ich sehe vor lauter Grün nichts mehr hier. Ich meine, es ist so ein Vorteil, dieses Knappweed ist ein bisschen höher. Aber ja, muss es trotzdem erstmal finden. Und stimmt, ich wollte ja eigentlich auch Richtung... Da, das haben wir jetzt genug. Richtung Farm gehen, falls hier eine gibt. Das ist halt das Nächste. Okay, was haben wir denn? Da war, glaube ich, habe das den Bauernhof, die Stadt der Riesen da. Also das ist eine große Ding da mit den Hangars. Und was habe ich noch markiert? Ich weiß es gerade gar nicht. Oje. Warum bin ich so vergesslich? Ich weiß es nicht. Tue ich es mit Absicht? Nein, eigentlich nicht. Es wäre schön, wenn ich alles auswendig wüsste. So, was ist da unten eigentlich? Was ist da unten? Komm, mitnehmen. Das kennen wir doch bestimmt schon. Oder? War ich hier schon mal? Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Da ist eine Truhe. Und die ist leer. Okay, dann waren wir hier schon mal. Aber mir kommt das gerade überhaupt nicht bekannt vor hier.
Futter nehmen wir mal mit. So. Ach. Aber das ist doch neu, oder? Ach Gott, ich habe keine Ahnung. Es kommt immer wieder so viel Kleinkrams hier rein. Und dann weiß ich nicht mehr Bescheid. Ich sag gerade, wir könnten die Hedge mitnehmen, aber anscheinend doch nicht. Das ist ein ganz kleines, ja, Lager, was hier errichtet worden ist. Metal Scrap nehmen wir mit. Ich könnte sie eigentlich auch markieren, aber ich weiß nicht, ob sich das jetzt lohnt. Vor allen Dingen, wenn man einfach nur am Rand entlang rennt, dann findet man das sowieso wieder. So, die nehmen wir auch mit. Wie gesagt, heute müssen wir Holz sammeln. Ganz, ganz viel Holz, damit wir Möbel bauen können. Da springe ich jetzt mal kurz ins Wasser. Warte, ich muss erst trinken. Das nehmen wir noch mit. Damit ich ein bisschen Ausdauer habe. Können wir auch schnell einen Fisch essen. Und dann gehen wir mal ganz kurz ein bisschen schwimmen. Ich wollte halt mal gucken, aber wenn da jetzt so ein untergegangenes Schiff wäre, dann würde man das, glaube ich, schon sehen. Das sind alles... Was ist das da? Da liegt irgendwas. Weil dieses Zeugs da will ich jetzt nicht unbedingt mitnehmen, aber... Ach, das könnte eine rote Koralle sein, glaube ich. Ach, die nehmen wir mit. Einfach so. So. Platsch, ab in die Tasche. Nee, kein Schiff. Wie gesagt, ich dachte mir, ich fange vielleicht mal an, ein bisschen schwimmen zu gehen ab und zu. Meine Luft, meine Luft. Ja, zum einen, dass ich vielleicht noch mehr Muscheln finde, damit wir uns noch mehr, noch mehr Zeug kaufen können beim Händler. Ich glaube, die Steine sind das, was man, wo man Muscheln braucht. Oh, da, ja, Knappweed. Und, ja. Nee, das wollte ich nicht. Ich will die Axt. Und halt anderes Zeug. Oder halt, wie gesagt, dieses untergegangene Schiff. Mir gefällt das. Ich möchte das selber auch mal sehen. So. Da. Marigold. Nehmen wir auch mit. Okay. Schon weiter gucken. Wie gesagt, ich habe nicht mal mehr eine Richtung, wo ich eigentlich jetzt bin. mitnehmen. Mitnehmen. Alles mitnehmen. Die nehme ich jetzt mal nicht mit. Ich habe so viele von diesen Hagebutten-Dinger zu Hause. Die müllen mir gerade einfach nur das komplette Heilpflanzen-Storage-Tischchen voll. Das ist irgendwie gerade nicht mehr schön. Zehntausende von denen und keinen Trank, wo ich machen kann. So, das sind Monster. Ah, das sind auch Bäume. Deswegen nehmen wir die Bäume mit. Die sind kaputt und krank. Deswegen nehmen wir die mit und meine Energie ist schon wieder leer. Ich glaube, da hinten war dann irgendwo die Farm. Schaffen wir es noch bis dahin, oder? Ist jetzt Pustende. Pustende, okay. So, dann hauen wir den noch weg. Dann trinken wir was. So, trinken. Damit wir dann auch schön vorbeirennen können an den Monstern. So. Ja, ich bin halt jetzt mal nicht unterwegs mit dem Pferdchen, weil ich ja eh die ganze Zeit Zeug einpacke. Und da wäre es dann halt ziemlich doof. Absteigen, aufsteigen, absteigen. Hin und her. Deswegen renne ich jetzt einfach lieber überall durch. Und zum anderen, ja. Oh. Oh, das ist es endlich. Jawohl. Das ist so ein Heilpflanzen-Samen-Dingens. Oh, wie schön. Ich dachte gerade, wir haben wieder nur so ein blödes Sarge-Ding, wo ich nicht mal weiß, für was man das braucht. Oh, das freut mich wirklich. Das heißt, glaube ich, wir können wieder eine Mutantenpflanze herstellen. Das sah gerade so schön aus. Was wollte ich jetzt mitnehmen? Das ist ja fast noch besser wie Knappweed zu finden hier. Eine einzelne Sonnenblume. Oh, ich glaube, wir können eine Mutantenpflanze herstellen. Oder ist eine genmanipulierte Pflanze? Ich meine, die ist ja nicht... Obwohl, vielleicht ist sie mutiert, ich weiß es nicht. Chicho, nehmen wir auch mit. Da, wieder! Knappweed. Ist anscheinend doch nicht so schwer zu finden, wie ich erst dachte. es fällt einem halt immer erst dann auf, wenn es einem komplett fehlt. So, Pilz mitnehmen. Da ist noch ein Bäumchen.
Sag mal hier, ich suche halt auch nee, das Monster. Brauche ich noch ein bisschen DNA-Zeugs? Brauche ich noch ein bisschen DNA? Komm, ich nehme noch ein bisschen DNA mit. Normale Standardpfade. Und dann... Oh, oh, nicht alle auf einmal. Nicht alle auf einmal. So. Stopp, stopp, stopp. Nein. Das war zu viel. Das tat gerade... Oh, aber jetzt können wir endlich mal testen. Seht ihr? Da oben ist ein Totenkopf. Da ist meine Leiche. Sehr gut. Es funktioniert ja doch. Das ist schön. Oh, jetzt bin ich gestorben. Die machen schon mehr Schaden. Also man merkt's, finde ich. Weil vorher da... Oder ich war einfach zu langsam. Ich habe zwar den Erste-Hilfe-Kasten in der Hand, aber ich war zu langsam. Schade. Jetzt habe ich einen Aua. Komm, auf zum Totenkopf. Da müssen wir hin, da gibt's unseren Loot. Möchte ich alles wieder haben. Aber ratzefatz, alles. Das finde ich gut. Das finde ich gut, dass das Ding jetzt funktioniert und mir zeigt, wo wir gestorben sind. Und jetzt ist nämlich auch gut, wir sind jetzt in der Nähe von diesem Monsterlager gestorben. Und ich habe meine Schrotflinte ausgerüstet und ich habe die Munition in meiner Leiste. Das heißt, wenn ich da jetzt bin und die hängen um meinem Blut rum oder um mein Inventarzeugs, dann knall ich die einfach ab. Mein Erste-Hilfe-Kasten habe ich auch. Das ist gut. Bloß wenn man zu langsam ist und den nicht benutzt, dann ist man trotzdem tot. Ah, Frechheit. Egal. Ja, es ist, man merkt, die machen Aua, die Viecher. So. Erstmal wieder zurückquatscheln hier. Eieiei. Da merkt man erstmal, wie weit man eigentlich die ganze Zeit gelaufen ist. Aber man läuft halt nur irgendwie, da sieht man Baum, dann da ein Kraut, da ein Baum. Und ehe es man sich versieht, ist man mitten im Nirgendwo. Da ist noch ein Baum, soll ich den mitnehmen? Ja, komm. Der Loot geht ja nicht kaputt. Schlimm wäre es, wenn es auf Zeit gehen würde. Dann würde ich nie mehr sterben. Als ob ich mir das aussuchen könnte, ja. Ah, herrlich. Aber wenigstens funktioniert das Ding. Müssen wir auf jeden Fall nicht. Seht ihr? Jetzt habe ich nämlich Munition. Der bewachte meine Leiche. So. Dafür nehme ich dich jetzt mit. So. Alles einpacken. Alles einpacken. Ich muss jetzt nur dran denken, ich muss in Cobb's Harbor hingehen und mir ein neues Radardings kaufen. Beziehungsweise wir haben doch einmal in diesem Armeelager haben wir doch auch eins gefunden. Das heißt, wir könnten vielleicht sogar zu Hause was haben. Trinken, dass wir Energie haben. Und ich glaube, ich muss die mit den Betäubungspfeilen killen, damit die... Nein, du bringst mich jetzt um. So. Bisschen, ja, ausmerzen und dann mit Betäubungspfeilen, damit man die DNA bekommt. Aber es war jetzt gerade schon ein bisschen, drei Viecher waren dann doch ein bisschen zu viel. So. Zack. Und zack. Sehr schön, der ist tot. Dann gib mir mal DNA. Genau. DNA, aber wenn wir sie halt nur betäuben und dann einpacken, kriegen wir halt keinen Kopf. Und wenn man keinen Kopf kriegt, dann kriegt man halt nichts zusammen, um sich die Viecher dann zu kaufen. Also man muss sich entscheiden, was man möchte. So. Zack. Das ist da unten eine Tasche. Da oben sind so große Monster. Die könnte man eigentlich auch erschießen. Die sind, glaube ich, nicht so böse, oder? Ich weiß nicht, wie viel Schaden die jetzt mehr Schaden machen. Hallo, mein Freund, du orangenes Ding, du. Und. Zack. Boah. Na, treff doch. Nein. Nein, 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 nein. Nicht nochmal. Nicht nochmal. Komm her. Und zack. Fall um. Fall um. Das ist ja richtig schwer geworden. Ei, 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 ei. Hä?
Hätte ich ja nicht gedacht. Das tut mal weh. Ein Viech hätte mich jetzt... Okay, ich habe 10.000 Mal daneben geschossen. Aber... Mann, machen die Schaden jetzt. Das tut ja richtig weh. Da muss ich jetzt... ich sollte... Ja. Ich sollte besser auf meine Haut aufpassen, glaube ich. So, wie viel DNA haben wir? Ich glaube, 8 Stück kann man zu Hause liegen. 2 Stück, ich glaube, mit 10 kriegen wir was hin. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich glaube, so in dem Dreh irgendwie war das. Boah, Nervenkitzel pur hier. Ich werde mir auf jeden Fall irgendwann mal mehr Munition kaufen. Die Viecher machen Schaden. Die tun weh. So, war jetzt nicht hier irgendwo diese doofe kleine Farm? Oder habe ich die schon markiert? Ist das hier der Bollen da? Ich weiß es nicht. Da ist noch so viel Holz. Ich wollte nämlich dann fast gern noch... Also gut, Möbel würde ich dann sagen, machen wir nächstes Mal, aber... Ich würde so gern jetzt direkt... Ich will sofort eigentlich nach Hause. Und so eine Mutagenpflanze machen. So. Zack, zack, zack. Wo war die Farm? Ist die vielleicht hier? Ah, ist das die Farm? Oder ist das was, was ich nicht kenne? Ich habe keine Ahnung. So, das Lehm brauchen wir gerade nicht. Wir wissen jetzt, wo wir Lehm kriegen. Und zwar haufenweise. So, nö, nö. Hier sind wenigstens Kühe. Fühle ich mich schon eher sicher. Das sind ja lauter Bäume. Apfelbäume. Ach. Ist auch eine schöne Farm, aber ich hatte auf dieses Knappwied gehofft. Apfelfarm. Ganz viele Nester. Oh, ich bin wieder voll. Dann setzen wir mal ein Signalfeuer hier hin. Ich muss auch wieder... Er ist sortieren. So, anschalten. Anschalten. Hey Mann, ich habe dir hier ein Feuerchen hingemacht. So. Ich meine, schön ist es schon. Zack, gib mir deine Sachen. Okay, können wir nicht mitnehmen. Wir essen. Wir essen. Machen wir Platz. Und trinken. Für Ausdauer. Ich habe doch gerade gegessen, wieso? Ah, jetzt. Jetzt bin ich wieder heile, heile. So, dann müssten wir jetzt auch genug Platz haben. Ich hoffe nämlich, dass wir viel... Oh ja, seht ihr? Noch eine weiße. Ich glaube, jetzt noch 2 Stück und wir können uns ein Hühnchen kaufen. So, ist hier noch was zu mitnehmen oder so? Ich weiß nicht, mir gefallen diese kleinen Farmen. Freundchen, du hast da irgendwas... Oder es ist da sein Ast, wo seine nassen Socken aufhängt. Ja, oder hast du überhaupt gar keine Socken an? Ich glaube, der hat gar keine Socken an. Okay, dann würde ich aber sagen, ich fetze mal ganz schnell nach Hause. Ja. Und dann bauen wir eine Mutagen. Oder eine... Doch, eine Mutagenpflanze. So, damit ich es noch richtig zusammenbringe hier. So. Dann würde ich sagen, auf, nach Haus. Das ist meine Leiche irgendwie immer noch angezeigt. Ich habe aber alles gelootet. Da bin ich mir fast sicher. So, Tasche. Alles voll. Egal. Gut, aber jetzt. Auf, nach Hause. So, jetzt habe ich zwar alles aufgeräumt und jetzt habe ich aber, glaube ich, was Schlimmes gesehen. Ich glaube, wir brauchen 5... Wild zieht und ich habe nur 2. Das ist so schade. Hier, Wild zieht. Wir brauchen 2 Stück und 3 Mutagene. Haben wir jetzt auch nicht. Ich habe, glaube nur 2 oder so. Dann für die rote Bombe auch 5. Und habe ich auch nicht. Und die blaue haben wir schon, aber da fehlt mir überall. Oh, das ist so schade. Und für den brauchen wir sogar 5 von diesen kleinen Pflänzchen. Also müssen wir leider noch ein bisschen warten. Ich guck mal, dass wir ein bisschen Wildzieht zusammenbekommen. Weil ohne den können wir nichts herstellen. Das ist traurig. Ich habe mich so gefreut, jetzt eine zu basteln. Aber wenigstens haben wir das schon mal das. Ich glaube, Wildzieht sammeln ist einfacher.
die Dinger zu finden ist, glaube ich, einfacher. Genau. Gut, dann sage ich aber trotzdem vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss.